So, und wieder einmal herzlich willkommen zurück bei FTP Infinity und ich bin der Gastgeber VexMax. So, wir sind jetzt gerade dabei, einfach mal das hier zu zerlegen, die ganzen Engines mitzunehmen. So. Das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Dann muss hier die Provider Pipe dran. Da muss die Provider dran. Den Schalter können wir wegtun. Dann muss ich unten das Ding dran, ohne dass das Ding hier an ist. So, ach cool, ich kann hier drauf hochspringen. Das ist schön. So, als nächstes müssen wir noch das hier alles wegmachen. Wo ist er ab da? Weg, weg und weg. Oh, warte, der hier braucht, oh, den muss ich dann wegstellen. Da muss ich die beiden hier wegstellen, weil der braucht Energie. Und der, ach Gott, das muss ich dann beides nach da hinten schiffen. Ah ne, der braucht ja Wasser. Hahaha, ich brauche noch einen zweiten Akkus-Akkumulator. Das war die denkbar schlechteste Entscheidung, die ich hätte treffen können gerade. Besser? Ja, viel besser. So, machen wir das mal kurz da oben weg. So. Okay, das hätte man dann auch schon. Geh weg. Du auch. So. Auf nach hinten. Wobei jetzt erstmal das Ding da warm werden muss. Also, ne. Banget mit mir und hoffen wir einfach mal, dass es alles so funktioniert. Wo ist meine normale Pipes? Da. Nein. So. Dann der hier. Das braucht eine Supply Pipe, keine normale. Prima. Prima, 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 prima. Aber ich muss zuerst Wasser reintun, bevor ich das Ding anschalte. Also, eine Supply Pipe. Wie ging das nochmal? Supply Pipe ging mit Blau. Okay. Also Lapis. Lapis. 1, 2. So, mehr brauche ich nicht. Das zusammen mit der Pipe ergibt eine Supply Pipe. Die Supply Pipe muss jetzt nach hier hinten dran. So. Dann muss ich hier noch zwei Löcher machen. Möchte ich aber gerne hier machen. Hier tun wir dann nämlich den Aquis-Akkumulator rein. Die Dinger hier. Temperate. Ja, das ist egal, die können wir noch hier tun. Das hier weg und dann brauchen wir noch zwei Eimer mit Wasser. Ich muss mal dieses Wasserrot machen. Wasserrot. Die ist irgendwie gerade sehr hilfreich. Oder wäre schon so oft hilfreich gewesen. Da. Gib mir den Eimer. Gib mir mal was Wasser. Und tap. Einmal. Und tap. Zweimal. Hier dürfte sich jetzt ein bisschen Wasser reintun. Brauchst so viel wie eben geht. Oh, cool. Was haben die nochmal für eine Rates? Various by Fluid. Also ich denke mal, dass Wasser weit genug ist. So, das haben wir jetzt auch alles dran. Die Provider sollte hinten dran sein, richtig? Ja, die Provider ist dran. Was kommt jetzt noch? Ah ja, genau. Was soll ich die erstmal? Nee. Ich brauche das hier. Ich brauche Eisen und das war es. Nein? So. Erstmal den hier machen. Dann dazu das hier und ein bisschen Eisen. So, und eine Logistik Power Junction. Und diese Power Junction klemme ich dann da hinten an die Pipe dran. Ja, macht er hier nach hier, genau. Die Supply Pipe nimmt Kohle. Die Engines, ja, jetzt kommt der große, das große, große Geheimnis. Wie mache ich es jetzt? Weil zuerst einmal muss ich das hier machen. 3, 4.
Und ich glaube, dann werde ich diese die Advanced Pipes hier unten dran legen. So. Und dann die Engines werde ich hier dran tun. 1, 2. 1, 2. So, dann haben wir nämlich, ups, den Dampf schon mal hier dran. Dann haben wir das so. Ah, der hat jetzt Wasser drin, aber noch keinen Strom. Und hier, die haben keinen Dampf und wir haben auch kein Wasser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das macht noch was Schönes. 1, 2, 3, 4. Der braucht jetzt erstmal was zum Hochheizen. Mit etwas meine ich. Etwas. In der Zwischenzeit muss ich das Ding hier irgendwie mit Strom versorgen. Das heißt, solange der jetzt noch Kohle hat, werden wir jetzt erst einmal was Schönes versuchen. Und zwar Immersive Engineering. Immersive Engineering. Was wir brauchen, sind die LV-Wire Connectors. Aber die mache ich mit Huntley. Oh, verfluchte. Gibt es irgendeinen Weg, Clay zu machen? Stored Water Vapor. Wasserdampf. In der Chemical Injection Chamber. Aber wie kriege ich Water Vapor? Air Condensator. Oh mein Gott. Okay. Ein Condensator. Machen wir den mal. Condensator. Das ist der hier, ne? Rotary Condensator. Oh, Scheiße. Okay, Osmium und Pulverized Eisen. Erstmal so. Osmium und Pulverized Eisen. Davon ein Stack und OS. Ey, hier. OS. Osmium, natürlich. Muss ich noch was machen. Das passt mir jetzt total. Ich glaube, ich muss mal das Ding da hinten reintun in den Erzsammler. Da muss ich mal gucken, dass ich Osmium kriege. Du hier, stop. Reset, Config. New Filter. Item Stack. Osmium, save, danke. Zurück, starten. So, ich hoffe, der holt jetzt. Ja, Osmium. Perfekt. So, da ich nicht mehr allzu viel Strom habe und meine Baumfarm natürlich noch laufen muss, jetzt erstmal das Osmium hier reintun. Dann kommt das hier. Der Kondensen. Hallo? Oh, so. Condensator braucht auch noch ein Energy Tablet, zwei Schaltkreise und Glas. Zwei Schaltkreise mache ich mit Redstone und Eisen, richtig? Ich hoffe es schon. 1, 2, 1, 2. Nein, das mache ich mit Osmium und Eisen. Scheiße. 1, 2, weg. Redstone, 1, 2. Damit hätten wir die Schaltkreise. So. Dann brauche ich auch noch einmal Eisendust. Das gehe ich mir da hinten kurz machen. Der hört nicht auf. Der hört niemals auf. Blöde Meteore. Gib mir den Dust. So, dann auf zu dem Ding hier. Oder zu dem hier. So. Eisendust da rein. Dann haben wir den Gastank. Den Gastank plus die zwei Dinger. Plus viermal Glas. Plus das Energy Tablet. Zum Beispiel Gold. Komm ich ja auch hier mopsen. Cool, ja. Nur die Energie. Die nimmt jetzt natürlich sehr rapide ab. Das ist schlecht. Das kommt alles nicht hinterher. Vielleicht der hier mal Stopp machen. Wie sieht's aus? Oh shit, immer noch schlecht. Es steht schlecht. Naja. Es kommt, wie es kommt. So, das hätte man auch schon. So. Moment mal, wie war das jetzt? Vier davon, zwei davon. Oh, gut, dass ich die gemacht habe. Das war vorhergesehen. Wie auch immer. Dann brauche ich nur noch einen Tank. Das wäre ein Schaltkreis, zwei Glas und sechs Eisen. Ein Schaltkreis. Das war jetzt was nochmal? Osmium und Redstone, ne? Wie wurde das Ding gebaut? Okay, ein Schaltkreis, zwei Glas. Ein Schaltkreis, zwei Glas und das hier. Perfekt.
So. So, so, das war's nicht. Doch, das war's wohl. Das Energy Tablet da rein und das Glas drumrum. Super, wir haben den Condensen Traitor. Clay. Condensen Traitor mit einem Water Vapor. Water Vapor ist okay. Aber wir brauchen noch eine Chemical Injection Chamber. Chemical Injection Chamber. So, welche war das? Die hier. Oh. Schawuppsalalala. 1, 2, oh Gott, wie viel braucht das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Okay, 8 Mal, geht klar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, nein, halt! Stopp. Das war das Falsche. Upsalalala. Schon wieder mal. Aber die 2 brauchte ich ja eben. So, 8 Mal. Dann zweimal 1, 2, 1, 2. Dann brauche ich nochmal 4. 1, 2, 3, 4. So, dann gehen wir nämlich nach draußen zum anderen Vieh. Und setzen hier die 8 rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles nur um Clay zu kriegen. Ist da nicht noch Kohle drin? Ich hoffe jetzt mal ganz stark, dass da noch Kohle drin ist. Noch genug Kohle drin ist. Na komm. Oh. Naja. Wir sind bei 74. Okay. Halbwegs. Das braucht nur ein bisschen. Nur ein ganz klein wenig Strom. Danach versorgt sich das ganze Ding selber. Von daher bin ich da jetzt mal nicht so zimperlich und sag, das wird nichts, sondern das wird schon, das wird schon. So, die 33 sind nur Notration. Halt, das hier brauchte ich. Oh, das ist bei 5. Okay, in der Zeit können wir ja schon mal schlafen. So. Okay, und jetzt dürfte eigentlich alles in Brand geraten. Entweder ist hier ein Creeper drunter oder drüber. Drunter. Na, noch der eine hier. Geht doch kaputt. Und setzt mein Haus nicht in Flammen. Warte mal, was braucht die noch? Eine Purification Chamber, wirklich? Oh Mann, ey. Naja, was soll's. Die kriege ich zumindest schnell gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, warte mal. Das meinte ich nicht. Das hier meinte ich. Osmium, paar Schaltkreise, also 8-mal die Enriched Alloys und eine Enrichment Chamber. Oh mein Gott, erst nochmal die Dinger. So, dann Osmium 1 nochmal da rein. Oh, Entschuldige, mein Fehler. Das meinte ich nicht. Mann, Dump, tschüss. Jetzt 1, 2, Eisen und Redstone. Eisen und Reds. Ja, die Reds habe ich jetzt natürlich alles verpulvert. Ach Gott. Ja, genau, geben wir mal ein bisschen Redstone. Danke sehr. 1, 2, 3, 4. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen. Oh, das war Stahl, ne? Ah, Mist. Stahl habe ich jetzt zufällig keinen hier. Na gut, müssen wir uns eben 1, 2, 3, 4 machen. 1, 2, 3, 4. 4, so, und dann nochmal da rein. Empty. 1, 2, 3, 4. Ja, sehr gut. Dann müssen wir die mal kurz brennen. So, den Redstone haben wir jetzt auch schon wieder. Oh Gott, meine Nase. Ah, so, schon viel besser. So, da hätten wir 4-mal Stahl. Den Stahl kann ich jetzt da hinten machen. 1, 2, 3, 4. Mit einem Osmium drin. Dann kann das Ding nach hier.
So, jetzt muss das hier nur noch. Oh, warte mal. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4. Die zwei Dinger. Und dann bei Osmium. So, dann muss das Ding nach hier. Zusammen muss ich aber noch was tun. Mist, ich habe die zwei Schaltkreise noch nicht. 1, 2. 1, 2. So. Gut, dass ich noch genau 4 habe. Die müssen jetzt nach da. Und die müssen nach hier. Dann 1, 2, 1, 2, 1, 2. A little bit Gold. Und dann die Purification Chamber. Dann haben wir die Chemical Injection Chamber. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie das hier nochmal funktioniert. Aber hey, da kommt jetzt das Brechereis-Dingsbums gut. Ich habe wirklich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich brauche die Pressurized-Dinger hier. Advanced. Danke sehr. Gib mir mal ein paar. So. Dann wieder hier rein. So. Ich muss auch gar nichts falsch machen. Gas, Liquid. Liquid Gas, das heißt, die Gas Ejection Chamber muss nach hier. Side Config. Das hier muss rot sein. Und das hier muss genau andersrum sein. Nach Dekondensator. Clay. Muss auf was gestellt sein? Dekondensating. So, aber jetzt brauche ich nochmal einen Fluid Transposer. Oh Gott, Fluid Transposer. Das ist das nicht. Das ist der Aqueous Akkumulator. Aber den machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, das war. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Comments sind auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Und, tja. Dann würde ich euch mal vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Vexman Industries und machen das Ding. Bye, bye.